Das Evangelium nach Matthäus mit einer anschließenden Betrachtung von John Nelson Darby. Kapitel 12. Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder. Es hungerte aber seine Jünger und sie fingen an, Ähren abzupflücken und zu essen. Als aber die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu ihm: Siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Er aber sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die, die bei ihm waren, hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote aß, die er nicht essen durfte, noch die, die bei ihm waren, sondern allein die Priester? Oder habt ihr nicht in dem Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entheiligen und doch schuldlos sind? Ich sage euch aber, Größeres als der Tempel ist hier. Wenn ihr aber erkannt hättet, was das ist, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so hättet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt, denn der Sohn des Menschen ist der Herr des Sabbats. Und als er von dort weiterging, kam er in ihre Synagoge, und siehe, da war ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte, und sie fragten ihn und sprachen: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen, um ihn anklagen zu können? Er aber sprach zu ihnen: Welcher Mensch wird unter euch sein, der ein Schaf hat und wenn dieses am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreifen und aufrichten wird? Wie viel vorzüglicher ist nun ein Mensch als ein Schaf? Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Dann spricht er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und sie wurde wiederhergestellt, gesund wie die andere. Die Pharisäer aber gingen hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbrächten. Als aber Jesus es erkannte, zog er sich von dort zurück, und große Volksmengen folgten ihm, und er heilte sie alle. Und er gebot ihnen ernstlich, ihnen nicht offenbar zu machen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Ich werde meinen Geist auf ihn legen, und er wird den Nationen Gericht ankündigen. Er wird nicht streiten noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen, und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Gericht zum Sieg führt. Und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm, und er heilte ihn, so dass der Stumme redete und sah. Und alle die Volksmengen erstaunten und sprachen: Dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids? Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten: Dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebul, den Fürst der Dämonen. Da er aber ihre Gedanken kannte, sprach er zu ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet, und jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich selbst entzweit ist, wird nicht bestehen. Und wenn der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst entzweit. Wie wird denn sein Reich bestehen? Und wenn ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken bindet? Und dann wird er sein Haus berauben. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer irgendein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird's vergeben werden. Wer aber irgend gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden. Weder in diesem Zeitalter noch in den zukünftigen. Entweder macht den Baum gut und so seine Frucht gut, oder macht den Baum faul und so seine Frucht faul. Denn an der Frucht wird der Baum erkannt. Ihr Otternbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund.
Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor, und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, von jedem unnützen Wort, das die Menschen reden werden, werden sie Rechenschaft geben am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, und aus deinen Worten wirst du verurteilt werden. Dann antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Denn so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte in dem Herzen der Erde sein. Männer von Ninive werden auferstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas hin. Und siehe, mehr als Jona ist hier. Die Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören, und siehe, mehr als Salomo ist hier. Wer unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, durchzieht er dürre Gegenden, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er: Ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin, und wenn er kommt, findet er es leer vor, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, böser als er selbst, und sie gehen hinein und wohnen dort. Und das letzte jenes Menschen wird schlimmer als das erste. Ebenso wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Während er noch zu den Volksmengen redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und suchten ihn zu sprechen. Es sprach aber jemand zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich zu sprechen. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach: Siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wenn irgend den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Im vorigen Kapitel wird die Verwerfung Israels als Folge der Verachtung des Herrn sowie das Aufhören aller seiner Beziehungen zu dem Volke als Nation sehr klar gezeigt und von Seiten Gottes ein durchaus neuartiges System, das heißt das Reich, unter einer ganz besonderen Form ans Licht zu stellen. In dieser Hinsicht bildet das Kapitel den großen Wendepunkt in der ganzen Geschichte. Christus ist ein göttlicher Zeuge für sich selbst. Und Johannes der Täufer hat ihn so anzunehmen wie jeder andere. Der Herr stand nicht länger da als der Messias, für den Zeugnis abgelegt werden musste, sondern als der Sohn Gottes. Jedoch gibt er dem Johannes ein vollständiges Zeugnis. Die Nation hatte Gott verworfen, der sich ebenso durch Warnungen wie durch Gnade geoffenbart hatte. Nur war noch ein Überrest vorhanden. Die Weisheit wurde gerechtfertigt von ihren Kindern. Dann finden wir, wie Christus sich seiner Verwerfung, so böse sie auch sein mochte, unterwirft, entsprechend dem Willen des Vaters. Aber das führt ihn zum Bewusstsein seiner persönlichen Herrlichkeit, dem wahren Grunde jener Verwerfung. Alles war ihm übergeben vom Vater. Niemand konnte ihn erkennen und niemand, kannte den Vater, wenn er ihn nicht offenbarte. Die ganze Welt, durch seine Vollkommenheit auf die Probe gestellt, wurde als im Bösen liegend erfunden, wenn auch noch ein kleiner Überrest da war. Die Menschen im Allgemeinen waren fern von Gott. Er blickte vom Himmel herab, wie wir lesen, um zu sehen, ob nicht ein Verständiger da sei, aber alle waren abgewichen. Es war kein Gerechter da, auch nicht einer. Jesus stand somit, als er auf dem See wandelte, allein in einer gerichteten Welt, gerichtet durch seine Verwerfung, aber jetzt in der unumschränkten Gnade des Vaters, indem er als Sohn ihn offenbarte und zu der Offenbarung dieser Gnade in seiner Person einlud. Das ist jetzt das neue Verhältnis.
Er hatte die Menschen auf die Probe gestellt, aber gerade das, was er war, verhinderte sie, ihn anzunehmen. Jetzt mussten die Mühseligen zu ihm, der so allein stand, kommen, und er gab ihnen Ruhe. Sie mussten von ihm lernen, der sich selbst so völlig unterworfen hatte, und sie würden dann Ruhe finden im Blick auf die Welt und alles, was hienieden war. So ist es auch mit uns. Wenn wir uns völlig beugen, gelangen wir auf himmlischen und höheren Boden, in den bewussten Besitz unserer Vorrechte, als von der Welt nicht anerkannt. Der erste Umstand, der die Frage bezüglich seiner Person und seines Rechtes, die alte Haushaltung abzuschließen, zur Sprache brachte, war der, dass seine Jünger Kornähren abpflückten und in ihren Händen zerrieben, um ihren Hunger zu stillen. Die Pharisäer taten sie deshalb, weil es an einem Sabbattage geschah. Der Herr aber zeigt ihnen, dass der durch die Bosheit Sauls verworfene König David von dem Gebrauch gemacht hatte, was nur den Priestern gegeben war. Der Sohn Davids durfte wohl in einem ähnlichen Falle ein ähnliches Vorrecht genießen. Überdies wirkt Gott in Gnade. Entheiligten nicht auch die Priester den Sabbat durch ihren Dienst im Tempel? Und einer, der größer war als der Tempel, war da. Wenn sie überdies die Gedanken Gottes wirklich verstanden hätten, wenn sie von dem Geist durchdrungen gewesen wären, der vor ihm wohlgefällig ward, nach seinem Worte, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, so würden sie die Schuldlosen nicht verurteilt haben. Zudem war der Sohn des Menschen auch Herr selbst des Sabbats. Er legt sich hier nicht länger den Titel des Messias bei, sondern den des Sohnes des Menschen. Ein Name, der von einer neuen Ordnung der Dinge und von einer ausgedehnteren Macht Zeugnis gab. Die Worte des Herrn sind von großer Bedeutung, denn der Sabbat war das Zeichen des Bundes zwischen Jehova und der jüdischen Nation. Siehe Hesekiel Kapitel 20, Verse 12 bis 20. Und der Sohn des Menschen erklärte seine Macht über denselben. Wenn der Sabbat angetastet wurde, war es um den Bund geschehen. Selbe Frage entsteht in der Synagoge, und der Herr fährt fort, in Gnade zu handeln und Gutes zu tun, indem er ihnen zeigt, dass sie das Gleiche für eines ihrer Schafe tun würden. Das erregt nur ihren Hass. So groß auch der Beweis der wohltätigen Macht Jesu gewesen sein mochte. Sie waren Kinder des Mörders. Jesus zieht sich von ihnen zurück und eine große Menge folgt ihm. Er heilt sie, indem er sie auffordert, ihn nicht kundzumachen. In diesem allen waren seine Werke indes nur die Erfüllung einer Prophezeiung, die die Stellung des Herrn in dieser Zeit klar bezeichnete. Die Stunde sollte kommen, wo Jesus das Gericht zum Siege hinausführen würde. Inzwischen aber verlässt er nicht die Stellung einer vollkommenen Demut, in welcher sich die Gnade und die Wahrheit denen empfehlen konnten, die sie schätzten und ihrer bedurften. Allein in der Ausübung dieser Gnade und in seinem Zeugnis von der Wahrheit wollte Jesus nichts tun, was diesen Charakter der Erniedrigung entstellt oder wodurch er die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich gelenkt und also seinem wahren Werke ein Hindernis in den Weg gelegt hätte, oder was gar den Verdacht hätte erwecken können, dass er seine eigene Ehre suchte. Nichtsdestoweniger war der Geist des Herrn auf ihm, als seinem Geliebten, an welchem seine Seele Wohlgefallen gefunden hatte. Er sollte den Nationen das Gericht ankündigen, und diese würden auf seinen Namen hoffen. Die Anwendbarkeit dieser Weissagung auf Jesum ist in diesem Augenblick sehr augenscheinlich. Wir sehen, wie vorsichtig er gegen die Juden war, indem er sich der Befriedigung ihrer fleischlichen Wünsche betreffs seiner Person enthielt und zufrieden war, im Hintergrunde zu stehen, wenn nur sein Vater verherrlicht wurde. Er selbst verherrlichte ihn vollkommen auf Erden, indem er Gutes tat. Bald sollte er den Nationen angekündigt werden, sei es in der Ausübung des Gerichts Gottes oder indem er sich ihnen als den darstellte, auf welchen sie hoffen sollten. Siehe Verse 17 bis 21. Diese Stelle aus Jesaja Kapitel 42, Verse 1 bis 4,
wird hier augenscheinlich durch den Heiligen Geist angeführt, um ein genaues Bild von der Stellung des Herrn zu geben, ehe die neuen Szenen dargestellt werden, die seine Verwerfung für uns bereitet. Hernach treibt der Herr einen Dämon aus von einem Menschen, der blind und stumm war, Vers 22. Ein trauriger Zustand, der ein getreues Abbild des Zustandes Israels Gott gegenüber war. Die Menge, voll Verwunderung über diese Heilung, ruft aus: Dieser ist doch nicht der Sohn Davids. Aber als die Religiösen unter ihnen, die auf den Herrn eifersüchtigen und den Zeugnisse Gottes feindseligen Pharisäer, das hörten, behaupten sie, Jesus habe dieses Wunder durch die Macht Beelzebuls gewirkt. Sie besiegeln dadurch ihren Zustand und stellen sich unter das endgültige Gericht Gottes. Jesus zeigt das Widersinnige ihrer Anschuldigung, indem er sagt, dass Satan doch nicht sein eigenes Reich zerstören werde und dass überdies ihre eigenen Kinder, die auch die Dämonen auszutreiben vorgaben, ihre Ungerechtigkeit richten würden. Die Pharisäer gaben zu, dass die Dämonen wirklich ausgetrieben wurden. Nun, wenn Jesus das nicht durch die Macht Beelzebubs tat, so war es der Finger Gottes. Und dann war das Reich Gottes in ihrer Mitte. Der, welcher in das Haus des Starken eingedrungen war, um seinen Hausrat zu rauben, hatte denselben zuvor binden müssen. Vers 29. Die Gegenwart Jesu stellte alles auf die Probe. Alles, was von Gott war, vereinigte sich in ihm. Emmanuel selbst war da. Wer nicht mit ihm war, der war wider ihn. Und wer nicht mit ihm sammelte, der zerstreute. Vers 30. Von ihm allein hing jetzt alles ab. Betreffs seiner Person ertrug er den Unglauben. Die Gnade konnte denselben beseitigen. Er konnte jede Sünde vergeben, aber wider den Heiligen Geist reden und ihn lästern, das heißt die Tätigkeit einer von Gott kommenden Macht anerkennen und dennoch dieselbe Satan zuzuschreiben, das konnte nimmer vergeben werden. Die Pharisäer gaben zu, dass der Dämon ausgetrieben war, Vers 24, und nur aus Bosheit, mit sehenden Augen und aus wohlbedachtem Hass gegen Gott schrieben sie diese Macht Satan zu. Welche Vergebung hätte es für eine solche Lästerung geben können? Weder in